Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Eva Völler und ich möchte Ihnen heute gern mein neues Buch vorstellen. Ein Traum vom Glück, gerade frisch erschienen im Lübbe Verlag. Ein paar Sätze zum Inhalt. Ich mache einfach mal eine kleine Mini-Lesung, indem ich den Klappentext vorlese. Essen 1951. Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge Katharina Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes gefunden. Aber das Zusammenleben mit der barschen, zupackenden Schwiegermutter auf engem Raum fällt der lebenshungrigen Frau schwer. Sie will ein besseres Leben für sich und ihre beiden Töchter. Mit trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem ärmlichen Umfeld zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten Kriegsheimkehrer Johannes. Ja, liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, ich konnte Sie ein kleines bisschen neugierig auf mein neues Buch machen und wünsche Ihnen eine schöne Lesezeit. Tschüss!